ThyssenKrupp ist der Tagesverlierer Nummer 1 am heutigen Donnerstag. Über die Gründe wollen wir sprechen mit Händler Norbert Paul hier an der EUWAX. Norbert, was sind die Gründe? Ja, es sieht so aus, dass die Nachricht von Thyssen nicht gut am Markt ankam, dass man eigene Aktien wieder verkauft, die man über die Jahre so zusammengesammelt hat. Hintergrund ist, man möchte die Aktien jetzt wieder verkaufen. Man wirft sie nicht einfach auf den Markt im Übrigen, sondern man bietet sie institutionellen, also großen Investoren natürlich an, hat die wohl jetzt schon auch platziert mit 32,95 Euro. Aber Hintergrund ist einfach, man möchte Schulden abbauen, denn Stahl ist gefragt, seit Ende der Wirtschaftskrise läuft es sehr gut, aber es sind auch die Kosten teilweise ziemlich nach oben gegangen. Und da sich ThyssenKrupp deswegen schon ein schlechtes Rating abgeholt hat von den, für eben seine Kreditwürdigkeit, will man jetzt Schulden abbauen, damit eben wieder in Zukunft alles nach Plan läuft. Und der Markt hat das schlecht aufgenommen, aber wie so oft, unsere Anleger nehmen das durchaus positiv aus, denn sie sagen, hey, die wollen sich ja irgendwo gesunden, das kann doch nur gut sein. Und so kaufen unsere Anleger am heutigen Tag. Sie kaufen aber vor allem Discount-Zertifikate. Sie gehen also wohl davon aus, dass es durchaus in den nächsten Tagen noch etwas holpriger mit der Aktie zugehen könnte, aber dass wohl an der Erfolgsstory von Thyssen das keinen Abbruch tun sollte. Gucken wir auf den Gesamtmarkt. Der DAX schrammt an der Marke von 7.500 Punkten, kann sie nicht ganz halten, kommt wieder ein bisschen zurück auf 7.480 Zähler. Wie ist die Stimmung bei den EUWAX-Anlegern? Ja, das ist am heutigen Tag auch etwas Trichet geschuldet, denn wir haben ja erst die Zinsentscheidung gehabt. Ab jetzt haben wir 1,5% Leitzins, also hier eine Erhöhung um 0,25%. Und dann ist eben jetzt auch so, in der Pressekonferenz ist dann oft so, wenn Trichet etwas komische Kommentare von sich gibt. Naja, komisch im Sinne von, manchmal gibt es sich etwas nebulös. Er sagt zum Beispiel, die EZB hat kein Interesse daran, an einem Default, also an einem Kreditereignis von Griechenland. Klar, daran hat ganz Europa kein Interesse, darum haben wir ja das Rettungspaket geschnürt. Aber das schiebt den Markt immer so etwas hin und her und wie du schon sagst, dann kämpft der DAX eben gerade mit der 7.500. Aber ganz positiv ist zu sehen, der DAX kann sich auf diesem hohen Niveau halten und auch unsere Anleger fassen jetzt Vertrauen. Unsere Anleger, die noch in der vergangenen Woche etwas skeptischer waren, ob dieser Anstieg, den wir nach dem Rettungspaket zu Griechenland gesehen haben, ob das jetzt nicht wieder bei 7.300 abbröckelt, die werden jetzt positiver, die sehen, okay, der Markt kann das halten und unsere Anleger sind ganz klar der Meinung, das sollte jetzt hier in den nächsten Tagen noch deutlich weiter nach oben gehen. Und was macht der Euro derweil? Auch da gab es ja einige Schlagzeilen, nicht nur im Umfeld Trichet und EZB, sondern auch in Sachen Portugal. Ja, die Zinsentscheidung und Trichet hat den Euro erstmal eigentlich relativ wenig beeindruckt, aber davor hat ihn was beeindruckt und zwar deutlich, nämlich die Herabstufung von Portugal durch Moody's, quasi auf Ramsch-Status. Das war eine ziemlich herbe Schlappe, die der Euro sich da eingefangen hat, hat schnell über 2,5 Cent gegenüber dem US-Dollar verloren. Man macht sich eben Sorgen, dass hier eben diese ganze Euro-Krise jetzt vielleicht doch weitergeht. Man hat das gesehen, Griechenland braucht ein zweites Rettungspaket. Könnte mit Portugal vielleicht auch sein, dass das alles nicht so ausreicht. Ja, der Euro gibt nach, deutlich, habe ich schon erwähnt. Und auch unsere Anleger sind der Meinung, das war jetzt kein kurzer Schlag und der Euro kann sich schnell wieder erholen, sondern unsere Anleger setzen jetzt wieder darauf, dass er in den nächsten Tagen noch weiter deutlich abgeben könnte. Und so spekulieren sie mit Knockout-Puts eben genau auf dieses Ereignis. Eindrücke aus dem Handel von Norbert Paul. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.